Das Büro von Alexander Spieß und mir. Ich bin Simon Kowalewski. Ich wohne seit 2007 hier im Kiez, also in der Kulmerstraße. Und ja, eigentlich 2 Monate nachdem ich nach Berlin kam, bin ich in diesen Bezirk gezogen und bin immer noch hier und sehr glücklich. Und auch wenn man immer mal wieder hört, dass andere Bezirke so toll sein sollen oder das nächste große Ding, glaube ich tatsächlich eher an Schöneberg. Kreuzberg, bitte. Ach, Kreuzberg. Kreuzberg ist längst durch. Bitte, komm. Nee, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht vertiefen. Alex, vielleicht sagst du auch noch was? Ja, also ich bin schon ein paar Jahre länger in Schöneberg als du, aber hier darum, dass wir hier jetzt ein Büro haben, wo vor allem auch unsere Mitarbeiterinnen arbeiten werden. Möchten wir erst einmal auch unsere Mitarbeiterinnen vorstellen. Also ja, fange ich an. Also ja, oder stellt euch doch mal selber. Mitarbeiterin von Alexander und ja, ich bin jetzt schon ein paar Wochen hier im Büro und wir werden gucken, wie wir die Stadt auch gerade für Menschen mit Behinderung besser machen können. Also ihr habt gemerkt, wir haben tatsächlich selber noch keine Rampe zum Beispiel, aber wir sind da echt dran. Also ja. Ich bin Diana, ich bin jetzt sehr neu hier, das heißt seit 2 Tagen in Berlin. Ich bin Mitarbeiterin bei Simon und ich werde mich unter anderem um die Kulturpolitik kümmern. Kulturpolitik? Also manche von euch kennen mich vielleicht besser als Metafora. Ah, genau. Ja. Ja, und jetzt kann es also losgehen. Es ist allerdings noch viel zu tun. Ja, also man sagt ja immer Eröffnung und Einweihung. Ja. Also Tische sind schon da, Stühle sind schon da, Büro ist schon eingerichtet, Mitarbeiter sind schon da, aber es fehlt noch an den einen Ecken und Enden. Also es ist ja peinlicherweise ja auch so, dass das nicht so ganz behindertengerecht ist hier der Zugang. Das liegt eben daran, dass die Architekten da an diese Dinge nie denken und wir jetzt dann auch noch dafür sorgen wollen, dass es eben möglich ist, dass auch alle Menschen mit Behinderungen auf Rollstuhlfahrer hier in das Büro reinkommen. Genau, das ist das eins der Projekte, die noch laufen. Wir wurden jetzt schon diverse Male angesprochen, dass man hier ja auch prima mal eine Kunstausstellung machen könnte. Das ist natürlich dann wieder ein kulturpolitisches Thema, dem ich mich gerne annehmen werde. Also wer vielleicht mal irgendwas Bilder oder sonstige Dinge an Wände aufhängen möchte, wir haben Wände. Und wir bieten auch gerne an, wer mal irgendwie ein Treffen machen möchte, sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, vielleicht auch was erarbeiten. Wir haben hier eine Projektionsmöglichkeit, wir haben hier audiovisuelle Möglichkeiten, wir haben Tische und Stühle und Licht, also manchmal sogar Wärme. Kann man alles gerne nutzen für alles, was irgendwie hier mit dem Kiez zu tun hat, mit dem Bezirk insgesamt oder auch mit anderen Dingen, die ja einfach mal einen Raum brauchen, um sich zu entfalten. Ansonsten, wir möchten hier einfach auch selber vor Ort sein, ansprechbar sein, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, euch mit uns vernetzen wollt oder ja, was auch immer irgendwie ist. Wir versuchen unser Möglichstes da irgendwie zu unterstützen, wo wir können. Wir werden auch feste Bürozeiten haben, das schieben wir gerade noch so ein bisschen mit Zeitplänen hin und her, das werden wir dann auch aushängen und es wird auch eine Internetseite geben, wo man das dann nachlesen kann. Also seid hier immer willkommen, es gibt hier auch immer einen Kaffee oder so, das kriegen wir auch hin. Ansonsten werden wir natürlich auch selber noch Veranstaltungen machen, da überlegen wir uns auch interessante Dinge, so vielleicht Vorträge oder auch mal Workshops oder so zu allen möglichen Themen. Das werden wir dann auch entsprechend ankündigen, wenn es da irgendwelche interessanten Sachen gibt. Ja, und mit allen anderen Ideen, die ihr vielleicht auch noch habt, was man hier mitmachen kann mit diesen Räumlichkeiten, dann sagt uns einfach Bescheid. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr alle hier seid und mit uns feiern wollt. Und Alex will auch noch was sagen. Also neben der Ansprechbarkeit ist es eben auch wichtig, dass
alle hier auch mehr sich damit beschäftigen können, erfahren können, was machen wir denn eigentlich im Abgeordnetenhaus? Weil ich glaube, das ist eben so ein Manko, was wir auch kennen, dass letztlich die Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger hier, die in Berlin leben, überhaupt gar keine Vorstellung haben, was denn eigentlich das Landesparlament macht und nicht so, was da eigentlich geschieht. Dabei ist es ja eigentlich ihre Vertretung. Ja, und das wollen wir vielleicht etwas deutlicher machen, auch durch die Nutzung des Büros und auch entsprechend der Veranstaltungsangebote. Nicht und ansonsten selbstverständlich, also wie gesagt, ist das, soll das hier so eine Art Bodenstation des Parlamentsraums werden. Mit dem Bodenpersonal. Mit dem Boden. Ja, und ansonsten, wer es noch nicht weiß, Essen und Getränke kalt gibt es in der Küche, Kaffee oder so, vorne an der Bar, da stehen auch gleich wieder ein paar Knappen rein und habt Spaß. Ne? Wir können auch gleich noch ein bisschen Karaoke machen, dann muss ich nur irgendwie noch dieses HDMI-Kopierschutz-Dings irgendwie lösen. Ganz am Rand. Jo, viel Spaß. Ja, du kannst es ja drüben angucken. Ich hab's auch nicht. Ich kann gerne welche machen. Ja, sehr ja, gerne. Innerparteiliche Meinungsverschiedenheit und Wirklichkeit tendenziert eher, wenn sie sich dann unangenehm einerseits, dass man eben so ein bisschen mehr Bürger herstellen will, andererseits aber auch ein technischer. Wie ist das mit dem Hammer und dem Topf? Ach so. Wir machen Eis klein. Alle Leute beherbergen kann, die da rein müssen. Die Abgeordneten sitzen dann teilweise also bei uns sitzen so in größeren Büros und zum Schutz. Zwei zu dritt. Ich bin total.